Wir beginnen mit unserem Jingle. Ja, einen ganz schönen guten Abend an alle, die hier live dabei sind. Auch einen ganz schönen guten Abend an alle, die sich das nachträglich anschauen werden. Ich möchte Sie, liebe Zuschauer, euch, liebe Zuschauer, alle herzlich begrüßen. Auch meine lieben Gastgeberkollegen und ganz besonders den Herrn Professor Markus Tomberg. Aber den wird Matthias Heil als Lokalmatador noch ein bisschen näher vorstellen. Matthias, bitte. Einen wunderschönen guten Abend auch aus Künzell. Ja, Herr Professor Dr. Tomberg wohnt nicht so wahnsinnig weit weg von hier. Er wohnt in Petersberg, wenn ich das richtig weiß. Er wurde geboren 1968. Er studierte in Münster katholische Theologie. Nach dem Studium promovierte er dort und arbeitete danach zunächst als Religionslehrer im Dienst der Erzdiözese Freiburg an verschiedenen Schulen in Konstanz, Radolfzell und in Singen. Bei Professor Dr. Schmelz habilitierte er sich vor 5 Jahren in Münster im Fach Religionspädagogik. Er wirkte dann als Privatdozent und als Lehrbeauftragter an dem Seminar für Pastoraltheologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Seit 1. März 2012 ist er ordentlicher Professor für Religionspädagogik an der Theologischen Fakultät Fulda. Neben wissenschaftlichen Beiträgen hat Professor Dr. Markus Tomberg zahlreiche Publikationen im Bereich des religiösen Kinderbuchs und der spirituellen Gebrauchsliteratur vorgelegt. Seine Forschungsinteressen sind neben dem religiösen Lernen mit Kinder- und Jugendliteratur auch Grundlagenfragen der Religionspädagogik. Deswegen ist er heute Abend auch bei uns. Lehrkräften ist er auch bekannt als Herausgeber des im Klett Verlag erschienenen Lehrwerks Leben gestalten für den Religionsunterricht an Gymnasien. Zudem gehören auch digitale Materialien, kostenlos nutzbare Kompetenzraster und Stoffverteilungspläne. Markus Tomberg ist verheiratet, er hat 2 Töchter, 3 Söhne, einen Blog und als Markus Tomberg einen von ihm rege verwendeten Twitter-Account. Herr Professor Dr. Tomberg, wir freuen uns sehr auf Ihren Beitrag. Noch Ja. zwei kurze Vorbemerkungen, Entschuldigung, zum Ablauf heute. Wir haben wieder ein bis zwei Fragemöglichkeiten, Pausen eingeplant. Wer hier gerne auch live einsteigen möchte, den lade ich ein, aufzuzeigen, mittels diesem Maxl ganz rechts oder Männchen, keine Ahnung, wie sagt in Deutschland dazu, um Gottes Willen, Bildungslücke. Also dieses Symbol ganz rechts, wer hier draufklickt, das sehen wir, dass sie aufzeigt und wir können euch dann freigeben mit Ton und Bild. Sonst verweise ich auf den Chat. Wer den Chat als störend empfindet, kann bei der Präsentation auf Vollbild klicken. Dann ist die Präsentation groß und der Chat ist nicht mehr sichtbar. Gut, und jetzt übergebe ich wirklich an Sie, Herr Professor. Bitteschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend aus Petersberg-Margretenhauen am Rand der Rhön, ganz in der Nähe von Mainheil. Wir haben uns im echten Leben eigentlich noch nicht gesehen, aber das muss ja nicht so bleiben. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute Abend für mich etwas ganz Neues, für Sie ja wohl nicht ganz so neu, was auszuprobieren, von dem ich mir zumindest viele Erfahrungen verspreche, die wir vielleicht in der Lehre an unserer kleinen Fakultät demnächst mal einsetzen. Ich sage es mal so direkt vorab und in Klammern. Wir arbeiten gerade, vielleicht interessiert es ja den einen, die andere. Wir arbeiten in Fulda und Marburg gerade an einem neuen Masterstudiengang, der in Richtung Schulpastoral gehen wird. Das ist im Moment noch in einem frühen Stadium. Aber das sieht so aus, als würde das klappen, einen ökumenischen Masterstudiengang mit der Evangelischen Fakultät in Marburg und der Theologischen Fakultät in Fulda zumindest erst schon mal in Gang zu bringen, gucken, ob das nachher studierbar ist. Und für so einen Masterstudiengang, der dann deutschlandweit angeboten wird, ist Online-Lehre natürlich eine ganz wichtige Option. Von daher, für mich geht es heute Abend tatsächlich ums Erfahrung sammeln. Muss schon vorab sagen, die Situation, meinen Bildschirm und die 3 Moderatoren vor mir zu sehen, ist schon ein bisschen, ja, spannend. Kompetent in Religion. Ich habe mich
schon relativ lange eben bei der Arbeit mit dem Lehrbuch Leben gestalten, das seit 2, 3 Jahren auf dem Markt ist, aber schon eine Vorlaufzeit von nochmal 3, 4 Jahren hat. Ziemlich lange mit der Problematik von Kompetenzorientierung beschäftigt, sehe da jede Menge Chancen drin, werde aber zunehmend auch auf Risiken und Nebenwirkungen aufmerksam von diesem neuen religionsdidaktischen Paradigma. Neu ist ja von Ort zu Ort ein bisschen unterschiedlich. Baden-Württemberg in Deutschland hat seit 2004 kompetenzorientierte Bildungspläne, die mehr oder weniger gut funktionieren, inzwischen überarbeitet werden. In Hessen, hier bei uns, ist das gerade eingeführt worden und all die Ängste, Sorgen und Probleme, die wir als Lehrerinnen und Lehrer 2004 folgende hatten, als es darum ging, eben die neuen Bildungsstandards und kompetenzorientierten Lehrpläne in den Schulalltag zu implementieren. Die Probleme begegnen mir jetzt auf der Fortbildungsschiene hier in Fulda in Hessen auch und die gleichen Ängste, die gleichen Probleme und vermutlich müssen auch die gleichen Erfahrungen nochmal durchlaufen werden, damit das Ganze ans Laufen kommt. Ein bisschen von dem, was ich mir zu dem Thema bisher so gedacht habe, würde ich gern mit Ihnen heute teilen. Und wenn jetzt, genau, die Folie wechselt, dann wissen Sie oder wissen Sie, was Sie erwarten, was Sie nicht erwarten dürfen. Ich werde Ihnen zunächst in so einem etwas abstrakteren Teil in 6 Thesen und einem winzigen Exkurs versuchen, Chancen, Risiken, Nebenwirkungen der Kompetenzorientierung, so wie ich das sehe, inzwischen vorstellen. Und danach ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, auch um Nachfragen zu stellen oder vielleicht das ein oder andere kurz anzudiskutieren. Und ich möchte Ihnen dann in einem zweiten Teil unseren Lösungsversuch, unseren Lösungsvorschlag in Leben gestalten, im Klett Verlag erschienen, vorstellen. Bei diesen Leben gestalten Sachen ist mir heute Morgen, nein, heute Mittag eingefallen, dass das rechtlich möglicherweise schwierig ist. Ich habe mich mit dem Verlag rückversichert, dass wir diese Bilder und Seiten benutzen dürfen, aber eben nur privat, also in der Schule. Die Qualität gibt es, glaube ich, eh nicht her. In der Schule dürfen Sie das dann leider nicht benutzen. Aber man kann das Buch da kaufen. Ja, 6 Thesen. Eine erste habe ich überschrieben mit Heterogenitätssensibilität. Das ist ein Punkt, ein Thema, das mir zunehmend wichtig wird. Kompetenzorientiertes Lernen, nicht nur religiöses Lernen, aber das eben auch, setzt ja an bei dem, was Kinder, Jugendliche, was Lernende mitbringen in ihren Unterricht, in die Katechese, wo immer sie das Lernen beginnen wollen. Und der Lernweg, nachdem sie sich vergewissert haben, wie die Kinder, Jugendlichen so drauf sind, der Lernweg sollte dann von ihnen so gestaltet werden, dass möglichst viel bei den Kindern und Jugendlichen ankommt. Heterogenitätssensibilität heißt, dass kompetenzorientierter Unterricht von Anfang an mit Unterschieden rechnet und nicht so wie der alte Input-Lehrplan-orientierte Unterricht so tat, als wäre für jeden und jede das gleiche gut. Die Herausforderungen, die das dann in der Praxis mit sich bringt, dass man eben für die Leute, die alles schon wissen, natürlich was ganz anderes machen muss, ganz anderes anbieten muss, als für diejenigen, die sich unheimlich schwer tun, selbst mit einfachsten Themen, dass wir also Unterricht und Katechese viel stärker binnendifferenziert denken müssen. Das ist ein Problem, das jeder, der kompetenzorientiert zu unterrichten versucht hat, kennt und wo es auch schwierig ist, praktikable Lösungen zu finden. Aber vom theoretischen Ansatz her ist Kompetenzorientierung tatsächlich ein Versuch, Lernende da abzuholen, und zwar von der theoretischen Grundlegung bereits, da abzuholen, wo sie stehen und sie ein Stück weit mitzunehmen oder weitergehen zu lassen, ihnen die Chance zu geben, ja, was Neues kennenzulernen. Und so von dem Großthema der Veranstaltungen, die Sie da so toll etabliert haben, ist tatsächlich dann kompetenzorientierter Unterricht sowas wie Dienst an der Menschwerdung.
müsste dieses kleine Däumchen erscheinen. Beim letzten Mal ging es. Ah, genau. Also, erste These, kompetenzorientierter Unterricht, kompetenzorientiertes religiöses Lehren und Lernen, durchaus etwas, was gut für Schülerinnen und Schüler ist, was auch gut in das passt, was wir im religiösen Lernen anstoßen wollen. Aber ganz von Anfang an und bis in jüngste Wortmeldungen hinein ist diese Kompetenzorientierung auch massiv kritisiert worden. Ich habe zwei Positionen rausgesucht und auch unverdächtig für die Religionspädagogik, eine von Kaspar Spinner, dem Deutschdidaktiker, der schon 2004 befürchtet hat, dass kompetenzorientierter Unterricht, der ja, damit man irgendwie messen kann, damit man irgendwie feststellen kann, ob Kinder und Jugendliche tatsächlich einen Lernfortschritt gemacht haben, das blinkende Licht bringt mich gerade raus, kein Problem, der auf die Standardisierung sozusagen abzielt und befürchtet hat, dass Schülerinnen und Schüler im standardisierten Unterrichtsprozess zurechtgestutzt werden. Dass also die Heterogenität, die Individualität, die sozusagen am Anfang des Lernprozesses steht, dadurch, dass am Ende alle das gleiche Ziel erreichen sollen, zurückgefahren wird. Die Heterogenität, die am Anfang steht und die Freiräume ermöglicht, droht im Verlauf dieses Lehr-Lernprozesses zurückgefahren zu werden. Am Ende müssen alle das Gleiche gelernt haben. Bei Spinner geht es dann so weit, dass er nur noch von dem Schüler in männlicher Form spricht, weil wir tatsächlich entweder den Schüler oder die Schülerin vor Augen haben, die oder der das Ziel unseres Unterrichts erreicht hat und Abweichungen davon nicht unbedingt gewollt sind. In die gleiche Richtung geht Hans Schmid, den kennen Sie sicher aus vielfältigen, auch unterrichtspraktischen Publikationen, der sich jüngst mit Herrn Michalke Leicht sehr gestritten hat über die Kompetenzorientierung und die Frage der Selbstkompetenz, der Lernkompetenz. Ich weiß nicht, ob Sie darauf eingegangen sind, als Herr Michalke Leicht zu Ihnen gesprochen hat. Hans Schmid befürchtet, gerade im Ansatz von Michalke Leicht, dass Bildung und Schule zwar die Aufgabe haben, zu selbstständigem Denken und Handeln hinzuführen, aber selbstgesteuertes Lernen das sozusagen zur Voraussetzung des Lernens macht und mit weitreichenden Folgen, dass eben unterwegs genau diese Pluralität, die Vielgestaltigkeit auf der Strecke bleibt, weil wir vorher ja schon wissen, wie eine Schülerin, wie ein Schüler selbstständig, selbstgesteuert lernen kann, weil wir ihm, weil wir ihr Möglichkeiten anbieten und damit schon voraussehen, wie jemand in einer bestimmten Lehr-Lernsituation zu handeln hat. Das Ganze wird nachher unter dem Gesichtspunkt der Operationalisierung nochmal auftauchen. Ich wollte das jetzt nur als kleinen Exkurs zu meiner These der Heterogenitätsfreundlichkeit und Sensibilität hier schon mal anführen. Kompetenzorientierter Unterricht ist handlungsorientierter Unterricht. Nicht handlungsorientiert, wie wir das normalerweise kennen, dass Schülerinnen und Schüler etwas tun, damit sie etwas erfahren können und lernen können, sondern er zielt auf Handlungsbefähigung. Und diese Handlungsbefähigung hat was damit zu tun, dass in jedem Fach eine fachspezifische Handlungsbefähigung erreicht wird, eine fachspezifische Kompetenz, dass also Praxis und Theorie miteinander verknüpft werden. Nicht so wie der alte inputorientierte Unterricht, wo es nur darum ging, dass ich ein bestimmtes Wissen erwerben soll, sondern dieses Wissen soll handlungsbefähigend sein, dieses Wissen soll praktisch sein. Und wenn man das rückbindet an das, wie man christliches Glauben seit Augustinus klassischerweise versteht, der christliche Glaube ist die Fides Quae und die Fides Qua, also der Glaubensinhalt und der Glaubensvollzug, dann ist zumindest auf der assoziativen Ebene es so, dass der kompetenzorientierte Unterricht, der Inhalt und Praxis miteinander verknüpft, der Eigenart des christlichen Glaubens, der eben Inhalt und Praxis, Fides Quae und Fides Qua braucht, um er selbst zu sein, dass kompetenzorientierter Unterricht
tatsächlich dieser Eigenart des christlichen Glaubens sehr gerecht wird. Offensichtlich besser als der alte inputorientierte Unterricht, wo es nur darum ging, eben bestimmte Themen, Inhalte zu erlernen. Dass das unter Umständen bei so schwierigen Theoremen wie der Trinität oder der Jungfrauengeburt, das sind immer so meine Lieblingsthemen, schwierig wird, einen Handlungsbezug da auszuweisen, ist eine ganz andere Geschichte. Aber grundsätzlich scheint der kompetenzorientierte Unterricht, weil er auf Handlungsbefähigung zielt, durchaus sehr kompatibel zu sein mit dem christlichen Glauben. Also müsste wieder der Daumen nach oben sein. Schwieriger wird die ganze Geschichte, wenn man sich anguckt, dass kompetenzorientierter Unterricht eine fachspezifische oder domänenspezifische Kompetenz erzeugen soll, im religiösen Bereich dann so etwas wie religiöse Kompetenz. Da haben wir ein ziemliches Problem, denn religiöse Kompetenz ist in der Fachdiskussion vielfältig und das heißt gar nicht beschreibbar. Es gibt eigentlich keinen Religionspädagogen, keine Religionspädagogin oder genauer Religionsdidaktiker, Didaktikerin von Rang, die oder der nicht sich irgendwann mal in Sachen Kompetenz geäußert hat und vorgeschlagen hat, religiöse Kompetenz solle man doch bitte so und nicht anders verstehen. Die Vorschläge sind aber so vielgestaltig und vielfältig, dass man sagen muss, dass man sagen kann, es gibt keine allgemein anerkannte Definition von religiöser Kompetenz. Es gibt zwar ein Buch von Ulrich Hemel, auch aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, der das mal versucht hat zu definieren, aber diese Definition hat sich zwar dem Begriff nach eben als religiöse Kompetenz durchgesetzt, eine hinreichend präzise Beschreibung von dem, was man damit inhaltlich meint, sodass man am Ende eines Lernprozesses evaluieren könnte, ob Schülerinnen und Schüler tatsächlich religiös kompetenter geworden sind, gibt es nicht. Wir evaluieren zwar ständig durch irgendwelche Arbeiten und so, unterstellen aber jeweils unser eigenes Verständnis von dem, was religiöse Kompetenz bedeuten könnte. In der Hinsicht ein Daumen nach unten, weil tatsächlich wir ständig kompetenzorientiert unterrichten, ohne zu wissen, was Kompetenz in Sachen Religion tatsächlich genau sein könnte. Damit einher geht ein Grundlagenproblem, das in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, seitdem die religiöse Kompetenz in der Religionspädagogik und in der religionsdidaktischen Praxis so wichtig geworden ist, immer stärker diskutiert wurde, nämlich tatsächlich rührt religiöse Kompetenz an Grundlegungsfragen religiöser, konfessioneller, religiöser Bildung. Seit 10, 15 Jahren gibt es eine heftige Diskussion in der Religionspädagogik, nicht nur wegen politischer Vorgaben, sondern eben auch aus der Sachfrage heraus, was der Religionsunterricht eigentlich leisten kann und leisten soll, wie ein konfessioneller Religionsunterricht, wie konfessionelle religiöse Bildung tatsächlich aussieht. Das Problem kommt deswegen nicht zu einer Lösung, weil der neuzeitliche Religionsbegriff, irgendwann sind die meisten von Ihnen, denen im Studium sicher mal begegnet, haben den von Religio und so aus dem Lateinischen abgeleitet. Der neuzeitliche Religionsbegriff ist nicht mehr irgendetwas wie Rückbindung oder Anbindung an das Göttliche, sondern zunächst mal eine Unterscheidungskategorie. Wir reden von Religion, weil es viele Religionen gibt. Und in dem Moment, wo wir über Religion reden, reden wir immer auch über andere Religionen und reflektieren, dass unsere eigene Religion anders ist als die der anderen oder eben die gleiche. Das heißt aber, wir reden über Religion nicht als über objektive Phänomene, sondern wir reden über Religion als Verhältnisbestimmung zu anderen Ausdrucksweisen von dem, was wir selber als Religion erfahren. Dass das problematisch wird im Unterricht, merkt man das immer dann, wenn man bestimmte Listen von religiösen Erscheinungsformen zum Beispiel aufgezählt hat und dann feststellt, dass die Fans von Schalke 04 sich weitaus religiöser verhalten als der durchschnittlich nicht zum Kirche gehende Sonntagskatholik oder dass der Buddhismus als eine Religion, die irgendwie die Götter nicht so dringend braucht, dass der Buddhismus dann möglicherweise nicht mehr als Religion gezählt wird. Wir zählen das aber als Religion und merken, Religion ist ein Beziehungs-, ein Reflexions-, ein Unterscheidungsbegriff, kein Begriff, der objektive Tatsachen beschreibt.
Der Daumen geht nach oben, weil ich finde, es ist ausgesprochen wichtig, gerade für den Religionsunterricht, aber auch für die Katechese, sich immer wieder klar zu machen, was machen wir eigentlich, wenn wir hier etwas machen in Sachen Religion. Und dass wir uns immer wieder klar machen, in dem Moment, wo ich selber etwas als religiös bezeichne, etwas als religiös verstehe, nehme ich auch schon Stellung zu dem, was für mich überhaupt Religion sein kann. Diese Stellungnahme ist ja für den Religionsunterricht und auch für die Katechese ein überaus wichtiges Problem, ein überaus wichtiges Phänomen, wenn es mir gelingt, Lernende dahin zu bringen, sich selber zum Phänomenbereich, zum Bereich der Religion zu positionieren. Dass es sich bei diesen Problemen, die ich gerade genannt habe, nicht nur so um Elfenbeinspielereien handelt, die der Wissenschaftler sich ausdenkt und mit dem er seine Studierenden quält, wird deutlich, wenn wir uns den konkreten Unterricht angucken. Denn diese theoretischen Schwierigkeiten, dass wir nicht genau wissen, was religiöse Kompetenz, was Religion überhaupt sein kann, macht sich quasi an allen Ecken und Enden von kompetenzorientiertem Unterricht bemerkbar. Dass wir schlecht evaluieren können, weil wir keine Bezugsgröße haben, wann man ein religiöser Mensch oder ein religiös kompetenter Mensch geworden ist, habe ich vorhin schon erwähnt. Ein anderer Bereich, in dem das deutlich wird, dass es schwierig ist, eben einen Bereich von Religion klar zu definieren, taucht immer dann auf, wenn es darum geht, für den Unterricht, für den kompetenzorientierten Unterricht, bestimmte Anforderungssituationen zu definieren. Wozu brauche ich, nehme ich wieder die Jungfrauengeburt oder die Trinität, in welcher Anforderungssituation ist das ein relevantes Thema? Da tun wir uns nicht nur bei diesen Themen, sondern auch bei so elementaren Themen wie der Bibel oder dem Umgang, also dem Thema Kirche oder so, tun wir uns sehr schwer, Menschen, die jetzt nicht selber religiös stark sozialisiert sind und von daher sozusagen von Haus aus schon ein Interesse mitbringen, denen klarzumachen, warum sie sich mit religiösem Wissen auseinandersetzen sollen, warum sie handlungsfähiger werden sollen, in welcher Situation sie das, was sie im Religionsunterricht erlernen, brauchen können. Das Problem taucht auch dann auf, das ist ja bei kompetenzorientiertem Unterricht, je moderner die Lehrpläne werden, umso wichtiger, inhaltliche Minimalbestimmungen zu finden, Inhalte zu markieren, Inhalte zu umreißen, sich in der Fachschaft vielleicht auf ein Curriculum zu einigen von Inhalten, die wir im Unterricht tatsächlich bearbeiten müssen, damit unsere Schülerinnen und Schüler etwas damit anfangen können. Wir werden wahrscheinlich relativ wenig Probleme haben, uns auf so eine Geschichte wie zum Beispiel die Abraham-Erzählung zu einigen. Aber danach wird es relativ bald schwierig. Warum brauche ich die Wundergeschichten? Warum brauche ich Gleichnisse, um nur im Bereich der Bibel zu bleiben? Warum soll ich mich mit Paulus auseinandersetzen? Wieso ist es etwas, was mir heute tatsächlich hilft, in bestimmten Situationen kompetent zu handeln? Und ganz unmittelbar im Alltag relevant wird das Ganze, wenn ich darüber nachdenke, dass ich jeden Arbeitsauftrag mit Blick auch später auf Abschlussprüfungen wie das Abitur ganz klar operationalisieren soll. Welche Handlungen, welcher Operator, welche Möglichkeiten kann ich benutzen, um Schülerinnen und Schüler die religiösen Wissensbestände, ihnen diese Wissensbestände zu erschließen, sie ihnen erfahrbar zu machen und immer zugleich zu berücksichtigen, dass in dem Moment, wo ich einen Wissensbestand als religiös definiere, dann natürlich schon Positionierungsfragen mit eingehen. Vielleicht ist für meinen Schüler, für meine Schülerin die Abraham-Erzählung gar keine religiöse Erzählung. Vielleicht ist sie für ihn, für sie nur ein mehr oder weniger gut erzähltes Märchen. Unklar bleibt bei diesen ganzen Fragen, wie man nämlich Religion in diesen Unterricht einbezieht. Als einen objektiven Sachverhalt oder als im weitesten Sinne gläubige Praxis. Das Letztere verbietet sich insofern, als wir Schülerinnen und Schüler natürlich nicht in den Glauben hinein zwingen, nötigen, führen dürfen, führen vielleicht schon, aber dass der Glaube nicht Ziel von einem zumindest in der Schule stattfindenden Religionsunterricht sein darf und auch theologisch natürlich der Gnade Gottes anheimgestellt ist. Und auf der anderen Seite, Religion als objektiver Sachverhalt funktioniert schon deshalb nicht, weil neuzeitlich Religion eben ein Reflexions-, ein Beziehungsbegriff ist.
Wegen dieser Schwierigkeiten Daumen nach unten. Letzte These und danach haben Sie Zeit nachzufragen. Wenn man sich dieses ganze Konzept von Kompetenzorientierung, von religiöser Kompetenz anschaut, dann stellen wir fest, das ist etwas, was uns Bildungspläne, was rechtlich eben vorgegeben ist, was man aber in einem engen Sinn, wir können ganz klar angeben, was am Ende eines Unterrichts, am Ende einer Unterrichtseinheit an Kompetenzzuwächsen sinnvollerweise erwartet und auch tatsächlich evaluiert werden kann, davon müssen wir uns verabschieden. Sondern wir müssen tatsächlich religiöse Kompetenz in einem weiten, unspezifischen Sinn auslegen und uns selber sozusagen als Lehrende überlegen, was wir darunter für unsere konkrete Lerngruppe verstehen wollen. Dann ist Kompetenzorientierung meiner Ansicht nach ein großer Gewinn für die Religionsdidaktik. Nur die rechtlichen Rahmenbedingungen werden damit alles andere als erreicht. Das Ganze geht dem Rechtsrahmen eine klar beschreibbare Kompetenz, einen klar beschreibbaren Kompetenzzuwachs anzuzielen und auch nachzuweisen. Das ist geradezu nicht möglich. Bis hierhin erstmal. Jetzt wäre Gelegenheit, Fragen zu Ihnen. Ich habe eine ganze Menge so mal kurz im Chat gesehen, aber natürlich nicht mitgelesen. Ja, ich schaue mal. Ja. Wir spinnen so rund um die Frage, ja, Religion. Ich lese mal vor. Jörg Lohrer hat das Ganze begonnen mit dem Statement, religiöse Phänomene wahrnehmen, religiöse Zeugnisse verstehen, die persönliche Glaubensüberzeugung zum Ausdruck bringen. Alles keine religiöse Kompetenzen? Ja und nein. Das Problem ist, dass der Religionsbegriff, dass das, was Religion ist, das zaubern wir, was am Ende sozusagen rauskommen soll, als ein differenziertes Verständnis, zaubern wir am Anfang hinein und tun das letztlich unreflektiert. Wir benutzen gewöhnlich, ich habe kein Problem damit, zum Beispiel den Fuldaer Dom als das Zeugnis, als ein religiöses Zeugnis wahrzunehmen. In dem Moment, wo ich das aber tue, benutze ich einen Begriff, der völlig ungeklärt ist, nämlich diesen Begriff des Religiösen. Der Begriff ist unbestimmt oder anders, er wird nur dadurch bestimmt, dass ich ihn benutze, dass ich zugebe, dieser Dom ist für mich ein religiöses Zeugnis. Dafür brauche ich Kenntnisse über religiöse Traditionen, in diesem Fall das Christentum. Ich brauche Kenntnisse über die Gebäude, über die Liturgien, die in diesem Christentum vollzogen werden. Und dann kann ich diesen Dom als ein religiöses Zeugnis akzeptieren. Ich kann das aber nur, indem ich schon auch etwas weiß. Ich werde nicht religiös kompetenter, weil in so einem abstrakten Sinn, also dass ich mich auf diese Religion zubewege, sondern nur, weil ich mich schon innerhalb eines religiösen Horizontes bewege. Dem läuft aber entgegen, dass tatsächlich eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern sich in diesem religiösen Horizont gar nicht mehr bewegen, dass ich die also sozusagen unter der Hand in eine religiöse Tradition hineinbeziehe, die sie noch gar nicht in der Lage sind zu reflektieren. Und da sehe ich das Problem. Also wir wissen nicht genau, was Religion ist, deswegen können wir nicht wirklich beschreiben, wie man kompetent in Sachen Religion werden kann und behelfen uns mit so Konstrukten, die allgemein plausibel sind, die aber einer wirklich wissenschaftlichen Evaluation nicht standhalten. Das ist relativ elaboriert, wenn ich das so sage, ist aber genau das Kernproblem von Kompetenzorientierung. Wir wissen nicht, wohin wir wollen und deswegen können wir formal den Weg dahin auch gar nicht bestimmen, sondern wir bewegen uns immer in so einem, wir eiern so rum zwischen so bestimmten Polen von einer vagen Vorstellung, wann bin ich denn religiös handlungsfähiger und weiß nicht mal, was Religion ist. Es gab auch einige Chatbeiträge in diese Richtung. Wissen wir überhaupt, wenn wir von Religion reden, was das ist? Ja? Der Verweis auf den Konstruktivismus, jeder bestimmt für sich selbst sozusagen, was Religion ist. Ja? Was heißt das überhaupt, religiös zu sein? Brauchen wir da, um seriös arbeiten zu können, ein brauchbares Kompetenzmodell? Ja, ist noch fröhlich am Laufen. Es geht so rund um diese Frage, ob Religion oder Religiosität nur was ganz Subjektives ist.
oder ob das doch irgendwie auch Raum haben kann im Unterricht. Also sozusagen, dass der Glaube doch irgendwie auch Platz hat, ja. Das Spannende ist, dass die Diskussion, ich habe das jetzt gerade auch ein bisschen mit überflogen, die hier läuft, genau die Diskussion ist, die natürlich in diese Kompetenzorientierungsgeschichte mit reingehört, für die es aber letztlich im Moment, und ich weiß nicht, ob es prinzipiell eine geben kann, keine Lösung gibt. Und der große Vorteil der Kompetenzorientierung ist, dass wir uns darüber tatsächlich Gedanken machen, weil wir uns Gedanken machen müssen. Mein Vorschlag im zweiten Teil sieht dann ja auch so aus, dass man diese theoretischen Probleme im Blick haben muss, aber natürlich pragmatisch sich irgendwie da nicht nur durchwursteln, sondern da durcharbeiten muss. Dass wir also ganz klar etwas erarbeiten müssen, mit dem wir unseren Schülerinnen und Schülern auch was Gutes tun und hoffentlich der Sache auch. Aber im Bewusstsein, dass es, ja, dass wir nicht mit einem in irgendeiner Form objektiven Begriff von Religion arbeiten können, sondern, ja, jetzt mal ganz elaboriert gesagt, dass wir in gewisser Weise Religion im Unterricht erst hervorbringen. Würde das heißen, dass wir letztlich nicht anders können, als einfach in einen Dialog treten mit anderen Menschen, die sich religiös verstehen oder eben nicht? Ganz genau, das auf jeden Fall, da sehe ich den Punkt. Und das heißt natürlich, den Religionsunterricht von Inhalten ein Stück weit zu entlasten, ihn nicht inhaltsfrei zu machen, aber das Wesentliche im Religionsunterricht, in der Kommunikation, die immer so ein Label dann, das ist religiöse Kommunikation im weitesten Sinne, auch zu sehen. Und da ist dann, glaube ich, der kompetenzorientierte Unterricht eine große Möglichkeit. Nur das ist nicht das, was Kompetenzorientierung eigentlich will. Sondern Kompetenzorientierung will ja genau die Bildungsdefizite, die Bildungsprobleme, die auch im Bereich der Religion ja, zweifellos da sind, beheben. Wenn man sich die Richtlinien zu Bildungsstandards der Bischofskonferenz anguckt, dann wissen die ganz genau, die nennen das auch einen Grundwissenskanon, den ich dann im Laufe von 4 Grundschul- und 6 weiteren Sekundarschuljahren erwerben soll. Damit soll ich dann umgehen können. Die nennen das nun nicht religiöse Kompetenz, zum Glück, sondern beschreiben da nur inhaltsbezogene Kompetenzen. Aber diese Inhaltsfixierung, die ist zumindest in diesem pragmatischen, gegen den Strich gebürsteten, kompetenzorientierten Unterricht nachrangig. Sondern da geht es darum, diese Inhalte zum Anlass zu nehmen, sich über bestimmte Sachverhalte in der Welt und für mich relevante zu verständigen und diese Verständigung als religiös konnotierte zu verstehen, so ungefähr. Matthias Heil schreibt, verstehe ich das richtig? Unterricht muss von Inhalten befreit werden, um Raum für Kompetenzen zu schaffen? Befreit wäre mir zu stark. Aber diese Inhaltsfixierung, dass wir also dringend, ich bleibe mal wieder bei den Bischöfen, dass wir diesen Katalog von Bildungsstandards am Ende eines Bildungsabschnittes, Klasse 4, Klasse 10, dass wir die sozusagen zur Verfügung haben müssen, um religiös gebildet oder religiös kompetent oder was auch immer zu sein, das funktioniert, glaube ich, in der Praxis nicht und wird auch nicht den Chancen gerecht, die dieses Kompetenzmodell bietet. De facto scheint es mir zu sein, dass für viele Kinder und Jugendliche der einzige Ort ist, an dem religiös kommuniziert wird, tatsächlich der Religionsunterricht ist. Und ich glaube, ohne jetzt einem Unterricht, der katechetisch ist oder der auf Glauben direkt zielt, das Wort reden zu wollen, das ist, glaube ich, ein großer Schatz, dass da ein Ort in unserer Gesellschaft ist, wo tatsächlich noch auch religiöse Inhalte natürlich weitergegeben werden, aber sie werden nicht als Inhalte, als abstrakte Inhalte weitergegeben, sondern sie werden in Gebrauch genommen. Und diese Ingebrauchnahme von Inhalten im Religionsunterricht, das scheint mir wichtiger zu sein als die reine Fixierung auf Inhalte. Okay. Hat sich der Jetzt ist Referent Herr verabschiedet, Thomberg auch unversehentlich. rausgeflogen. Wahrscheinlich wird er gleich wieder Ich kommen. denke, ja, Warten hoffentlich. wir mal, bis er wiederkommt. Was ich inzwischen machen kann, ich denke, wir sind so wenige, dass ich jetzt wirklich einfach alle zu Moderatoren mache. Und dann könnt ihr anderen einfach auch direkt mitquatschen, wenn wir das halbwegs geordnet machen sollten.
würde das eigentlich funktionieren? So, bin ich wieder da? Ja, jetzt hören wir Sie wieder. Ah ja. Ich habe gerade aufgerufen, sich dazu zu schalten. Ich ernenne jetzt gerade mal alle zu Moderatoren. Dann ist es also ich habe die immer gehört. Zu diskutieren. Also ja. Ihr Lautsprecher scheint nicht also betroffen gewesen zu sein. Ja, so. Gut, die Teilnehmer sollten jetzt auch in der Lage sein, direkt zu antworten. Ich würde nur bitten, dass wir das konsequent nacheinander tun, weil in der Aufzeichnung es durch die unterschiedlichen Bandbreiten, die wir möglicherweise zur Verfügung haben, sonst die Gefahr besteht, dass wir das durcheinander bekommen. Möchte jemand einen Beitrag geben, eine Frage stellen? Aktivieren könnt ihr eure Kameras und Mikrofone in der Symbolleiste ganz oben. Dann habe ich einfach nochmal eine Rückfrage. Und zwar habe ich mir einen Satz notiert von Ihnen. Wir bringen Religion erst im Unterricht hervor. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben, was das denn bedeutet, Religion im Unterricht hervorzubringen? Ja, Religion in Form von, also Religion gibt es nicht, meiner Meinung nach, als ein abstraktes Etwas, ohne das Menschen damit beschäftigen, dass Menschen sie in Praxis umsetzen. Religion ist ein Praxisbegriff. Und ein Praxisbegriff, wo der Unterricht, wo religiöse Bildung dazu beitragen kann, dass ich mir dieser Praxis auch tatsächlich bewusst werde. Dass ich also nicht nur im Stadion oder in der Kirche irgendwelche Gesänge singe, die dann ein Volkskundler als religiös qualifiziert, weil sie in die religiöse Tradition gehören, melodisch und von Texten her möglicherweise, sondern weil ich weiß, ich tue jetzt etwas, das wir mit dem Wort religiös umschreiben, und möglicherweise beziehen wir uns dann auch noch auf Gott oder auf die christliche Tradition. Religionsunterricht ist für mich der Ort, an dem dieser Bezug transparent werden kann, an dem dieser Bezug deutlich werden kann. Und das wird er, indem man eben Themen der im katholischen Unterricht halt der katholischen, der evangelischen, der islamischen Tradition benutzt und sich von denen helfen lässt, Religiosität, Religion zu beschreiben, zu definieren. Und das meine ich damit, dass wir in der Klasse ein Gespräch etablieren, nicht immer und zu jeder Zeit, aber immer wieder, und der Unterricht letztlich auch darauf hinausläuft, indem wir stärker verstehen, was denn Religion für uns in der Klasse sein kann. Und das meine ich mit, wir bringen Religion hervor als eine bewusste Praxis. Das ist dann keine Praxis, die schon lebensprägend ist, so wie man sich das vielleicht für vom katholischen Glaubensleben oder so vorstellt, sondern das ist zunächst mal eine Berührung mit dieser religiösen Praxis, ein erster Versuch, diese Praxis selber zu vollziehen. Nicht, wie man das vielleicht so aus dem performativen Unterricht kennt, ich werde konfrontiert mit bestimmten Praxisformen der katholischen Tradition, sondern wir in dem, was wir mit den Texten, mit den Bestandteilen, jetzt mal der christlichen Tradition machen, führen diese Tradition ein Stück weit weiter, dadurch, dass wir sie in Gebrauch nehmen, dass wir sie uns aneignen, dass wir sie aber auch verändern, dadurch, dass wir sie eben mit unseren eigenen Erfahrungen anfüllen. Und dadurch werden wir ein Stück weit für den Moment zu religiösen Menschen, ohne dass das jetzt heißt, eben die Konversion fürs Leben, der Glaube, die Beeinflussung, das sind ja Sachen, die sich in der Schule von selbst verbieten. Wir haben jetzt noch eine spannende Diskussion gehabt. Einerseits, auf der einen Seite, wir machen die Erfahrung, dass Schüler, wenn sie zum Abitur gehen, so wenig können, ja, also, ja, und auf der anderen Seite, dass es ja nicht nur darum geht, Inhalte auswendig zu lernen oder zu können, sondern sie sollten auch lebensrelevant sein. Das scheint so der Spagat zu sein, zwischen dem wir uns bewegen. Das ist genau richtig. Und
Es ist ja tatsächlich so, also als Wissensbestandteile ist Religionsunterricht auch nach meiner Erfahrung ausgesprochen wenig effektiv. Also klassisches Beispiel, Schöpfungslieder, die Schöpfungserzählungen im Genesis, wo man bis ins Abitur eben, das kennen Sie vermutlich alle selber, auf die eine oder andere Weise hören kann, ja, Genesis 1 steht das und das, aber in Wirklichkeit wissen wir ja, es gab den Urknall. Ich würde sagen, da ist ganz viel elementar schiefgelaufen. Wir haben den Schülerinnen und Schülern es nicht ermöglicht, ihr Weltkonzept so zu verändern, so zu erweitern, so auch zu verflüssigen, dass sie in der Lage sind, diese ganz andere Redeweise, die in der Bibel, in der christlichen Tradition angesagt ist, dass sie diese Redeweise mitvollziehen können. Und es ist auch nicht lebensrelevant geworden. Unterricht müsste dagegen so funktionieren, vielleicht ohne, dass ich dann genau weiß, wo jetzt genau der Schöpfungsbericht in der Bibel steht. Das hielt ich dann für nachrangig, weil das kann man bei Wikipedia oder bei anderen Sachen heute ganz schnell nachgucken. Aber dass ich in der Lage bin, eben diese spezifische Weltsicht zu hinterfragen, mit der wir so ganz allgemein davon ausgehen, am Anfang gab es den Urknall, und nicht begreifen, dass es auch nur eine Geschichte ist, wie unsere Welt sich zusammensetzt. Eine Geschichte, wo dann die biblische Geschichte durchaus mithalten kann, weil, wenn ich sie entsprechend erzähle, passt sie wunderbar auf unsere Erfahrung bis hin vom Turmbau zu Babel und dem Klimawandel, wo sich ganz wunderbare Parallelen aufzeigen lassen in der Erzählstruktur. Vielleicht wird aber einiges auch von dem deutlicher, wenn wir ein bisschen noch reingucken in Leben gestalten. Ich wäre so ein Vorschlag, dass ich da noch mal ein bisschen was zeige, wie wir uns das Buch gedacht haben, weil diese Verlagerung von Schwerpunkt religiöses Wissen hin zu religiöser Kommunikation ist, glaube ich, eine Stärke von dem Buch. Ob das immer umgesetzt worden ist, ist eine andere Frage, aber es ist eine Stärke von dem Buch vom Ansatz her. Wäre das in Ordnung? Ja, bitte. Das ist hier, warte mal. Nochmal wieder rein. Genau. Also Leben gestalten. Ich mache das jetzt mal den Anfang relativ schnell, weil die Zeit ja auch schon relativ weit fortgeschritten ist, und nur zur Orientierung für alle, die gucken wollen, was es da gibt. Es sind drei Ausgaben auf dem Markt. Eine bayerische, die ist blau, und eine Südausgabe für Baden-Württemberg und das Saarland und eine Nordausgabe für Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen glaube ich nicht, aber weitere Bundesländer. Die ist vor allen Dingen gelb, und Sie können sich das ja in Ruhe nochmal vielleicht angucken, wo diese Bücher angesiedelt sind. Zielgruppe zunächst sind die Gymnasien. Es gibt aber inzwischen weitere Ausgaben. Zum Teil sind die Bücher zugelassen, auch für Gesamtschulen und Realschulen. Es gibt aber auch noch eine Ausgabe für Realschulen, die alle von der Ursprungsausgabe, die wir erarbeitet haben, abgehen. Anders ist eben die Ausgabe für Bayern, die hat der Kollege Gruber rausgegeben. Die Bände sind ganz anders aufgebaut, hängt eben mit den ganz anders gearteten bayerischen Lehrplänen zusammen. Ich habe Ihnen einen kurzen Auszug aus dem Vorwort des ersten Bandes von Leben gestalten hier abgezogen. In dem haben wir versucht, das Grundkonzept von unserem Buch zu erklären. Natürlich, wie man so ein Buch benutzen kann und benutzen muss. Das ist eher für Lehrerinnen und Lehrer wichtig. Aber was macht überhaupt ein Religionsbuch in einem kompetenzorientierten Unterricht? Das ist eine Frage, mit der wir lange gerungen haben, denn ein Buch als Leitmedium des Unterrichts gibt natürlich einen Lernweg vor, kann vielleicht noch einen zweiten andeuten und der Lehrerband noch einen dritten angeben. Aber eigentlich vertragen sich Bücher nicht mit einem Unterricht, der auf die unterschiedlichen Anfangsvoraussetzungen eingeht, diese Aufgabe vertieft und weiterführt, und sodass am Ende jede und jeder Schüler, Schülerin was davon gehabt hat. Erstens. Zweitens, was macht ein Buch mit dem Gegenstand Religion? Er tut eigentlich ja so, tut das Buch so im Extremfall wie der Katechismus in den verschiedenen Kirchen. Er präsentiert Glaubenswissen. Und genau das ist ein Punkt, den wir dringend vermeiden wollten. Wir haben dann zu der Metapher des Briefes gegriffen. Wir haben gesagt, unser Buch ist ein Brief, ein Versuch,
religiöses Wissen in das einzuspeisen, was ihr in der Klasse macht. Ein Brief können Sie mitlesen, der dich immer wieder einladen will, über das eine oder andere nachzudenken, das sonst an der Schule oft keinen Platz mehr findet, über dich selbst, die Welt, über andere Menschen, über Gott. Und wir speisen mit unserem Brief eine bestimmte Vorstellung von Religion in den Unterricht ein. Das muss nicht die Vorstellung von Religion sein, die du auch hast. Aber es ist eine Vorstellung von Religion, über die wir lange nachgedacht haben und von der wir überzeugt sind, dass man sie zumindest mal bedenken kann. Wir versuchen also Religion, die Religion, die das Buch präsentiert, ein Stück weit, soweit es im Rahmen eines Buches geht, zu dialogisieren. Der Klett Verlag hat dankenswerterweise mit der Nordausgabe dann auch eine entsprechende E-Mail-Adresse eingerichtet, lebengestalten@klett.de, über die wir leider noch keine einzige Reaktion bekommen haben. Aber deswegen auch hier der Aufruf, wenn Sie irgendwann mal mit dem Buch arbeiten, schreiben Sie uns mit den Klassen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten in dem Buch. Wir haben uns hoch und heilig geschworen, sobald wir die E-Mails von Ihnen haben, auch zu antworten. Um tatsächlich diese Fiktion, da sind Leute, die haben sich mal mehr oder weniger gescheite Gedanken gemacht, mit denen wir im Unterricht arbeiten, um diese Fiktion auch tatsächlich mit Leben zu füllen und in einen Dialog zu treten, der dann über die Klasse hinausgeht. Weil nur im Dialog unserer Auffassung nach tatsächlich christliche Religion lebendig wird. Wie diese Grundidee dann funktioniert, ganz kurz, der Aufbau versucht natürlich dem Modell des kompetenzorientierten Lernens zu entsprechen, indem in einer Einstiegsseite bei jedem Kapitel zunächst mal so ein allererster Kontakt mit einem Thema über ein Bild dargestellt wird. Dann gibt es eine Seite, die wir ins Gespräch kommen genannt haben, die Diagnose der Lernausgangslage, also die ermöglichen soll, am Anfang einer Unterrichtseinheit, am Anfang eines Kapitels zu gucken, was können die Kinder und Jugendlichen denn, wenn wir mit dem Thema anfangen. Das Beispiel nenne ich Ihnen einfach mal im ersten Band, das erste Kapitel, da geht es um Gott, Gott suchen, Gott erfahren heißt es. Und wenn ich in der fünften Klasse, tatsächlich am Anfang der fünften Klasse mit Kindern über Gott rede, dann weiß ich in den meisten Fällen nicht, was die in der Grundschule gemacht haben, was die also mitbringen. Und entweder gehe ich da souverän drüber hinweg, und die einen kennen das alles schon und wissen vielleicht sogar mehr, als ich in meiner Unterrichtseinheit mache, und die anderen werden abgehängt, weil ich Sachen mache, von denen sie nie eine Ahnung haben, weil sie eine ganz andere Form von Religionsunterricht kennengelernt haben. Die Seite ins Gespräch kommen soll Ihnen, soll den Lehrerinnen und Lehrern ermöglichen, diese unterschiedlichen Vorkenntnisse und auch Erwartungen an Religionsunterricht abzufragen und im Unterricht auszuwerten und entsprechend dann auch damit zu arbeiten. Methodenseite gibt es auch, ist die dritte Seite eines Kapitels. Keine Methodenseite im üblichen Sinn, dass ich lerne, wie bestimmte Methoden halt funktionieren, wie man irgendetwas macht, sondern unsere Idee war, Methoden vorzustellen und sie daraufhin transparent zu machen, was leisten sie denn? Hat irgendjemand hier weitergeklickt? Habe ich was falsch gemacht? Muss ich mal empfangen, dass die Seiten hier wechseln? Na, ich mache mal weiter. Also, dass diese Methoden reflektiert werden, dass die Schülerinnen und Schüler immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, was passiert denn, wenn ich eine Methode, ein Rollenspiel, das Lerntagebuch, das wir sehr stark machen, wenn ich diese Methode benutze, einübe, mir erklären lasse, wie das so technisch funktioniert, was leistet denn diese Methode, um ja, den komplexen Gegenstand Religion zu kommunizieren und dadurch ein Stück weit umzusetzen. Wir haben dann die ganz normalen Doppelseiten, die bestimmte Themen erschließen. Und am Ende eines Kapitels nochmal drei besondere Seiten. Einen Impuls zum Weiterdenken, ein Angebot zur Binnendifferenzierung, ein Text, eine Seite, die sich nicht in den normalen Gang des Kapitels einfügt, sondern die einen Seitenaspekt, eine Querverbindung ermöglicht, die Schülerinnen und Schülern es ermöglicht, sich mit abseitigen Ideen, mit abseitigen Ideen ihrer des Themas zu beschäftigen.
Wir haben dann eine Seite, irgendwie klappt das hier aber gar nicht. So, eine Seite im Gespräch bleiben, in der wir die Arbeitsaufträge vom Anfang nochmal aufgreifen, die auf der Seite ins Gespräch kommen, gekommen sind. Und aufgreifen heißt, dass sie in einer etwas veränderten Form nochmal präsentiert werden. Und ich kann als Lehrerin, als Lehrer, wenn ich beide Arbeitsaufträge nebeneinander stelle, feststellen, ob die Schülerinnen und Schüler tatsächlich zu einer ganz bestimmten Fragestellung mehr Wissen, mehr Fähigkeiten, mehr Kompetenzen erworben haben, wobei der Kompetenzbegriff, das habe ich ja vorhin erklärt, vage bleibt, aber fähiger geworden sind, mit einem bestimmten Thema umzugehen. Und weil diese Arbeitsaufträge sich ganz klar natürlich auf das vom Anfang des Kapitels zurückbeziehen können, die Schülerinnen und Schüler das auch selbst, die merken, wenn sie am Anfang eben des ersten Kapitels ein ABC der Gottesnamen und Gottesbezeichnungen geschrieben haben und ihnen von A bis Z halt von den 26 Buchstaben nur 10 eingefallen sind, dann merken wir am Ende, wenn sie dasselbe nochmal machen sollen, einmal vielleicht, dass ihnen mehr einfallen und dass ihnen auch andere einfallen als am Anfang. Und sie merken dadurch selber, dass sie tatsächlich in Sachen Religion, in Sachen religiöser Gottesrede, ein größeres Repertoire plötzlich zur Verfügung haben, als das am Anfang der Unterrichtseinheit gewesen ist. So ist es gedacht. Und dann gibt es auf dieser Seite auch nochmal eine Abschlussaufgabe, mit der man diese Unterrichtseinheit insgesamt mit einer Anforderungssituation, von der wir hoffen, dass sie einigermaßen realistisch ist, auch ausprobieren kann. Ich würde jetzt mal kurz diese Kapitel durchgehen, dass Sie sich ein bisschen was drunter vorstellen können. Also die Einstiegsseite. Na. Einstiegsseite mit einem Bild. Nehmen wir jetzt ganz schnell durch. Die nächste Seite. So, die nächste Seite. Als Seite ins Gespräch kommen. Links geht es um Kinderbibeln, wo dann anhand dieser verschiedenen Bibeln eine Möglichkeit geboten wird, sich über Themen der Bibel, der Bibelkenntnis und der Beschäftigung mit der Bibel, wie sie in der Grundschule vielleicht gelaufen ist, zu beschäftigen. Und auf der rechten Seite geht es dann in diesem Fall halt mal um was ganz Elementares, eben um das sich in der Bibel zurechtfinden, warum das wichtig ist und was man dazu können muss. Wir haben danach eine die Doppelseiten zu den verschiedenen Themen, bei denen wir, das jetzt mal relativ schnell durchgehe, verschiedene grafisch auch abgesetzte Teile haben, Infoboxen, die dann zu bestimmten Themen wie Pentateuch oder Dekalog eine Worterklärung liefern, eine kurze Herleitung, Arbeitsaufträge, die jeweils am unteren Seitenrand sind, aber das ist jetzt nichts Besonderes für ein Schulbuch, irgendwo müssen die ja platziert sein. Wir haben Querverweise. Wir haben versucht, eben allein dadurch, dass wir Querverweise anbieten, Schülerinnen und Schüler zum Nachschlagen in dem Buch zu motivieren, aber auch um zu zeigen, dass religiöses Wissen unterschiedlich vernetzt werden kann und auch durch eine unterschiedliche Positionierung einen anderen Stellenwert bekommt. Ganz besonders deutlich wird es im ersten Buch dadurch, dass wir zum Beispiel ein Kapitel zum Thema Judentum haben, aber viele Themen dieses Judentumskapitels unter einem anderen Gesichtspunkt dann auch nochmal in dem Kapitel über Jesus und das sein Jude sein aufgegriffen werden. Und wir versuchen das eben dann durch Querverweise auch miteinander zu vernetzen, sodass diese jüdische Verwurzelung des Christentums hier von Anfang an deutlich wird. Ja. Was ist das? Da wollte ich nicht hin. Ah, genau. Nicht so weit. Genau. Wir haben etwas Besonderes reingenommen, nicht die Auszüge aus dem Koran oder Bibeltexte, sondern wir haben konsequent bei Begriffen aus dem Hebräischen und auch aus dem Griechischen die entsprechenden Texte oder Begriffe auch in hebräischen Buchstaben. Man kann das hier auf dem Bild leider nicht ganz genau sehen, aber wir haben immer wieder auch die hebräischen Buchstaben eingeführt. Das sollte Schülerinnen und Schüler unserer Ansicht nach, funktioniert das auch gut,
motivieren, diese Fremdheit der jüdischen, dann auch der vom jüdischen abgeleiteten christlichen Tradition in der fremden Schrift, in der fremden Sprache ein Stück weit zu erspüren und zu merken, dass man das nicht einfach so erlernen kann, sondern dass es eine intensive Auseinandersetzung braucht, bis ich einigermaßen begreife, was sich hinter dieser Tradition verbirgt. Und das ist an dieser Seite deutlich mit dem Begriff der Torah, aber wir haben es eben an anderen Stellen auch, dass wir in diese jüdische, in die hebräische Schrift ein bisschen einführen und zeigen, dass das ganz anders funktioniert. Den Schluss des Kapitels habe ich Ihnen vorhin auch schon vorgeführt mit den Impulsen zum Weiterdenken. Bibelmotive in der Werbung tauchen in dem Kapitel nicht auf, aber hier eben als ein differenzierendes Element und die Seite im Gespräch bleiben, die dann wieder diese drei Abrisszettel hat, die am Anfang des Kapitels schon mal vorkamen und unten eine klar operationalisierte Abschlussaufgabe, wo Schülerinnen und Schüler an einer konkreten Handlungssituation zeigen können, dass sie mit dem Gelernten des Kapitels auch was anfangen können. Wichtig ist mir dann mit Blick auf diese Briefmetapher vom Anfang des Kapitels die letzte Kapitelseite. Na, das war wieder nicht. Also die Briefmetapher vom Anfang des Kapitels taucht am Ende eines jeden Kapitels nochmal auf, indem wir eine Zusammenfassung anbieten von den Themen, die wir in dem Kapitel bearbeitet haben, hervorgehoben jeweils Kernbegriffe und Leitbegriffe. Und dieses Briefkapitel, dieses Abschlusskapitel zeigt dann noch einmal, wir haben auf eine ganz bestimmte Weise Religion in das Thema eingespeist, aber man kann es eben auch anders sehen und diese letzte Seite eines Kapitels soll dann noch einmal klar machen. So haben wir das gesehen, vielleicht siehst du das anders, vielleicht willst du uns darauf auch antworten. Ich überschlage jetzt mal diese Folie und zeige Ihnen noch etwas aus dem Vorwort noch einmal. Wir haben im Vorwort ganz ausdrücklich reingeschrieben, dass es bei vielen Arbeitsaufträgen, so wie wir die verstehen und operationalisiert haben, nicht nur eine Lösung gibt, sondern viele. Und dass dieses viele Lösungen tatsächlich eine ganz wichtige Sache ist, dass es nämlich die Lösung sein muss, die dir entspricht, die deine Lösung ist, mit der du dich zurechtfinden kannst. Und deswegen ist es eben wichtig, dass du bei vielen Arbeitsaufträgen nicht die richtige, die gibt es in dem Fall eben nicht, sondern deine Lösung findest. Und das ist eben wieder dessen Moment, dass dieses ja, in Gebrauch nehmen von Religionen ein Stück weit versucht umzusetzen. Wir haben lange mit den verschiedenen Zulassungskommissionen ringen müssen, bis wir diese Formulierung so stehen lassen durften. Aber sie ist eben letztlich tatsächlich genehmigt worden, dass es darum geht, im Religionsunterricht die eigene, für das eigene Leben passende, für das eigene Leben stimmige Lösung zu finden. Das heißt aber eben auch nicht Beliebigkeit und Subjektivismus, sondern das heißt dann eben tatsächlich die Religion, die religiöse Tradition ins eigene Leben zu adaptieren und ihr zu einem Leben zu verhelfen. So, jetzt zeige ich hoffentlich diese Seite nochmal. Genau. Also es kommt nicht darauf an, zuerst eine richtige, sondern die eigene Lösung zu finden. Das wäre dann auch für mich, dann bin ich am Ende von dem, was ich vorbereitet habe, wie ich Kompetenzorientierung sehe, nicht als ein für alle gleiches und für alle wichtiges und richtiges Thema, didaktisches Instrumentarium, sondern etwas, wo man tatsächlich kreativ, und das ist die Herausforderung und auch die Anstrengung, die eigene Lösung finden muss und vielleicht sich auch oft genug dabei vertun muss. Ja, so viel. Wir haben noch Zeit, vielleicht nachzufragen. Ich bin jedenfalls mit dem, was ich vorbereitet habe, fertig. Gut, ich denke, ein paar Minuten Fragen könnten wir noch einbauen. Ja. Wenn ich das richtig sehe, verzichten Sie gänzlich, wie es in manchen Büchern so ist, wo vorne steht, das kannst du schon und am Schluss, das hast du jetzt gelernt, ja, sondern Sie beantworten im Grunde das mit einem komplexen Auftrag dann auch am Ende Ihrer Einheitenreihe oder Ihrer Sequenz. Ja. Ja. Wir haben uns da bewusst dagegen entschieden, weil wir eben
Ja, weil der Begriff der Religion, der christlichen Religion für uns etwas ist, ja, ich speise etwas ein, aber ich dialogisiere es. Und im Dialog, in der Ingebrauchnahme, da zeigt sich die Tragfähigkeit, da zeigt sich die Relevanz, da nimmt auch diese Religion eine ganz konkrete Gestalt an. Anders wäre es eben, das wäre für mich, ich sage das jetzt mal ganz böse, das wäre für mich Katechismus. Ich habe zunächst den Katechismus für die Grundschule und dann gibt es eben für die Klassen 5 folgende, gibt es eben den mit etwas komplexeren Fragen, mit etwas komplexeren Antworten. Ich weiß ja die einfachen Antworten schon und jetzt problematisieren wir das. Das wollten wir gerne vermeiden, sondern wir wollten Schülerinnen und Schüler fähig machen, tatsächlich durch religiöses Sprechen Religion zu verstehen und vielleicht auch selber einen Weg mit Religion, mit Christentum zu gehen. Wir hatten da noch zwei Meldungen. Eine war, warum dürfen die Schüler erst am Ende zeigen, was sie können? Und Michael schreibt, bei mir dürfen die Schüler und Schülerinnen das immer zu Beginn. Ich habe das jetzt etwas überschlagen. Also wir haben, ich habe das mal nachgeguckt, nachdem mir die Problematik der Operatoren immer bewusster wurde. Welche Operatoren wir eigentlich benutzen. Und wir haben überwiegend Operatoren, die in Richtung kreatives Arbeiten gehen. Also ich sage mal ein Beispiel. Sie kennen erstes Kapitel, die Gottesfrage. Wir benutzen da die Abraham-Geschichte als eine Leitgeschichte. Sie kennen diesen Text 1 bis 3, also diese Anfang der Abraham-Erzählung, die erste Offenbarung, Gott spricht zu Abraham. Und mit dem Text, den muss man sich natürlich auseinandersetzen. Der Arbeitsauftrag lautet dann, diesen Text ins Heft abzuschreiben. Allerdings eben nicht abzuschreiben, sondern es geht darum, diesen Text farbig abzuschreiben und zu überlegen, was passiert eigentlich mit dem dieser Text gesagt wird, emotional. Und das ist hochspannend, mal zu gucken, wie Schülerinnen und Schüler diesen Text dann farbig umsetzen. Zum einen müssen sie sich Gedanken machen, wie drücke ich denn eigentlich bestimmte Emotionen mit Farben aus? Also das ist noch relativ einfach, froh ist gelb und traurig und irritiert ist grau. Aber wie drückt man eine Unsicherheit aus? Also da ist eine ganze Menge an Kreativität drin. Und dann brauche ich natürlich, ich muss mich in diesen Text hineinversetzen, und muss für jeden Satz, für jede Phrase eine neue Farbe benutzen. Wir haben sehr viele Arbeitsaufträge in dieser Art, in der Schülerinnen und Schüler sich tatsächlich einbringen müssen, einbringen dürfen, und wo dann ganz klar ist, es gibt nicht die richtige Lösung, sondern es gibt nur die eigene Lösung. Ich muss meine eigene Farbgebung für diesen Text finden und dann ist dieser Text erst richtig verstanden. Das versuchen wir zu unterstützen. Und das haben wir immer. Wir haben natürlich ganz am Anfang diese Aufgaben, wo dann eben mit zu einem bestimmten Thema Vorwissen und Vorkompetenzen und auch Emotionen abgefragt werden, mögliche Blockaden in den Blick genommen werden. Und da versuchen wir dann am Ende das wieder aufzugreifen, eben um dem Lehrer, der Lehrerin, aber auch den Lernenden zu zeigen, also du hast dich tatsächlich in den letzten 5, 6, 7, 10 Stunden, in denen wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, du hast dich da weiterentwickelt. Du kannst jetzt mehr und du weißt es auch, wenn du es dir genau anguckst. Ja, möchte vielleicht noch jemand live eine Frage stellen? Gut, die Zeit hätten wir schon abgehakt. Ja. Dann bleibt mir nochmal, mich herzlich zu bedanken für Ihren wirklich informativen und spannenden Vortrag. Auch der Chat hat gebrummt, ja, also es hat einiges ausgelöst, einiges angeregt, ja. Ich habe das als sehr einen spannenden Abend empfunden. Möchte mich an dieser Stelle herzlich bei Ihnen bedanken, bei allen, die dabei waren, bei allen, die das nachsehen werden, und lade wie immer dazu ein, dann in Blogbeiträgen oder per Mail an unsere Mailadresse und so weiter, die Kanäle kennt ihr ja, dann das Ganze fortzusetzen, und wir sind schon sehr gespannt auf eure Beiträge. Herr Professor, herzlichen Dank fürs virtuelle Kommen. Wir sind froh, dass Sie dabei gewesen sind. Danke.
Ich danke auch, das war total spannend. Ich werde mir das jetzt dann irgendwann mal angucken in Ruhe und sozusagen die Teilnehmerperspektive genießen. Vielen Dank, schönen Abend. Schönen Abend noch. Vielen herzlichen Dank. Und wir spielen zum Schluss nochmal, weil es so schön ist.